Mann, es ist natürlich schon problematisch, dass wir diesen Film selber mitbringen müssen. Ich meine, wie kriegst du das hin ohne Eigenlob? Ja, das ist echt schwierig. Andere Menschen über dich sprechen zu lassen, ist schon vielleicht keine schlechte Idee. Hast du nicht irgendeinen aus der Verwandtschaft, der so ganz süß ist? Mein kleiner Neffe schickt mir jeden zweiten Tag irgendwelche Kommentare. Kann ich dir mal zeigen, ist schon ganz witzig. Kinder klicken auch immer. Donata, wieso sind da so viele Busen in der Bild-Zeitung? Also, eigentlich alles super. Kinder drin, Brüste, passt perfekt zur Thematik des Abends. Sehr Bild. Aber Bild ist ja auch viel Emotion. Und vielleicht solltest du dich einfach mal von deiner emotionalen Seite zeigen. Das ist einfach okay, dann lass uns Sport machen. Sport können wir super bei Bild. Ich liebe Sport. Am Tag nach der WM mit dem Götze-Tor 500.000 mehr verkauft. Waren immer überall, schneller als jeder exklusive Bilder, sensationell. Immer und überall sofort. Also Sport ist es. Wir machen es über Sport. Also Donata, das mit schnell und online und App und so weiter, das ist mir alles viel, viel zu schnell. Ich lese die Bild jeden Morgen beim Kaffee. Ich lese die Bild jeden Morgen ganz normal beim Kaffee. Mein Gott, das hätte auch schon vor 50 Jahren sagen können. Ja. Ingo, die Printleser sind total wichtig. Das ist unsere beste Klientel. Aber die Zukunft ist digital und deswegen habe ich auch schon mal eine digitale Schlagzeile für dich vorbereitet. Schau mal. Gefällt dir das? Vielleicht sollten wir eher den Schwerpunkt darauf legen, wieso du eigentlich Medienfrau des Jahres geworden bist. Und das lässt sich ja ganz wunderbar an Zahlen festmachen. Zum Beispiel dieser hier, 38 Millionen Bundesbürger erreichen wir im Monat mit unseren Produkten wie Bild oder Bild.de zum Beispiel. Und was haben wir hier? 252.000 Bild-Plus-Nutzer im Monat, zahlende Nutzer, harte Nutzer. Das ist echt ein neues Geschäftsmodell, was jetzt auch für die Branche einen Unterschied macht. Ne? Oder wie Stefan Effenberg das sagen würde. Ach, hi, Donata. Du und dein Bild-Plus. Ne? Früher war alles umsonst und heute muss ich 4,99 € dafür bezahlen. Totaler Bullshit. Bullshit hinterher, also schon großer Erfolg. Hero Shots, das sollten wir mal versuchen. Also ich bin zu allem bereit mittlerweile. Ganz ehrlich, also das ist echt too much. Hm. Ja? Wir kommen irgendwie nicht weiter. Vielleicht sollten wir nochmal diese Prominenten-Idee aufgreifen. Wir hatten jetzt den Effenberg, wir hatten den Beckenbauer. Mir fehlt da noch ein bisschen die weibliche Komponente. So eine Gina Lisa oder Michaela würde doch dieser Veranstaltung auch ganz gut stehen. Das ist aber sehr Bild. Also ich meine, ja gut, also wen wir anrufen können, ist Maria Riesch. Ja? Aus meiner Sicht eine der wirklichen Top-Frauen. Und vielleicht, ja, die ist auch sportlich. Ich bin ja auch sportlich. Mit der fühle ich mich wohl. Wollen wir die nicht mal probieren? Okay. Hallo Maria. Hallo Donata. Mensch, toll, dass du diesen Preis gewonnen hast. Glückwunsch. Aber du hast ihn echt auch verdient. Du hast die Richtung vorgegeben bei der Entwicklung der App und der mobilen Angebote. Dafür herzlichen Glückwunsch. Auch ich nutze die App natürlich täglich und so habe ich immer die neuesten Infos direkt auf meinem Handy. Nochmal alles Gute und bis bald. Ciao. Okay, tschüss Maria. Sag mal, was ist denn, wenn wir mal Matthias Döpfner fragen? Der weiß doch in solchen Situationen immer Bescheid, oder? Ja gut, ich meine, der hat den Preis selber ja auch schon mal bekommen vor ein paar Jahren. Vielleicht kann der uns noch mal sagen. War schon mal Medienfrau des Jahres? Das ist ein genderübergreifender Preis. Entschuldigen Sie bitte, Herr Döpfner, Sie haben es ja schon gehört, Donata Hopfen wird Medienfrau des Jahres. Wir müssen einen Imagefilm produzieren. Haben Sie da vielleicht noch eine Idee für uns? Wissen Sie was? Machen Sie es kurz. Sagen Sie vielen Dank. Das ist ja eine Spitzenidee, Herr Döpfner.